Jeez. Yeah, time to wake up, bro. What's up? What's up, man? Ready? Berlin, huh? Berlin. Berlin, huh? Sind wir im Hotel? Am Jägerdienhof, Alter. Time to get the Berlin Championship, huh? Ich war gestern mit einem Kumpel Shisha rauchen. Ganz entspannt durch die Stadt ein bisschen so. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen. Ich war aber auch mies müde gestern auch, Alter. Glaub ich dir. Was geht bei dir? See with the fresh cut, man. Okay, also ich habe gerade herausgefunden, also Malik meinte, das erste Spiel fängt erst um 6 Uhr an. Richtig? Deswegen chillt er hier noch so, aber wir machen gleich Corona-Test. Und ja, ich denke mal, wir chillen einfach nur jetzt nur so, machen es halt mental, ready for this game. Get up, Cap. Allergies be killing me, boy. Looking like fucking chubby chub. You ready? You ready? Yes, sir. Ready for that trophy? Yes, sir. Trophy time. And afterwards, we gonna get some beef. What the heck is that? Throw that ass in a circle. Geht aber alles gut bei dir? Yes, sir. Ready? Ready to Düsseldorf. Yes, sir. Ja, ich hoffe. Ein bisschen PCR-Test machen wir. Das war gerade Anton. So ein bisschen so behind the bags, so Media, Social Media und Kameramann und so alles. Deswegen, und der Stadt auch selber. U23, oder? Ja. Ja, U23 national. 3 gegen 3. Ja, Mann, also. Jetzt gehen wir halt zum Coronavirus-Test. Hey. Und Coach, alles gut? Finals? Ja, Mann, du? Big job to do tonight. Yes, sir. Ja, am Ende, ich werde so rumlaufen. Ja, die Augen stirbt. Hey, what's up, Sean? What's good, bro? What's good, so, drei Leute, wir sind angekommen. Let's fucking rock this shit. Yes, sir. Ja, Mann, Alter. Hey. Eins ungefähr, dann kommen alle erst raus. Vielleicht zwei sogar. Wir haben Samstag. So. Aber ist es top Wetter hier? Geh davor nicht. Bist du davor fertig? Hast du es nicht nötig, davor nicht mehr zu fassen? Bruder, ich rede nicht von mir. Ich frage dich, bist du da auch um 12 fertig? Um 12 sind wir fertig. Also 9:45 Uhr, letzte Game, ein kleiner Quickie. Bist du? 21 zu. Bruder, der kommt gar nicht. Es ist 2 Uhr morgens. Wir haben den Corona-Test erledigt. Alles sind negativ. Und haben unsere Catching hier bekommen, whatever. Auf jeden Fall, ja, Mann, jetzt gehen wir zum Spiel. Auf jeden Fall gehst du zum Spielcourt. Und sieht übertrieben fresh aus, haben die echt schön gemacht. Und ich freue mich schon, hier zu spielen. Wir haben unser erstes Spiel um 18 Uhr gegen Klatsch. Wir haben schon am Donnerstag gegen die gespielt, war ein knappes Spiel, haben gewonnen, aber sind dadurch ins Finale gekommen. Und jetzt nochmal das erste Spiel gleich gegen die wieder. Und natürlich holen wir uns den Sieg. Muss. Und ja, es geht mal alles gut. Da trifft immer bekannte Gesichter hier. Es geht mal alles gut. Ja, bei dir? Ja, vielleicht spielst du halt mit? Ja, klar. Ja, mit wem bist du? Stabil, Alter. Wir sind jetzt auf dem Court, ja? Easy. Das ist der Hauptkopf hier. Sehr stabil aus. Sieht fresh aus, okay? Fresh us, huh? Gonna be the court where we gonna collect. Fact. Wir werden auf jeden Fall ein paar Facetimes geben. Ein bisschen scratchen für uns und ein bisschen. Chicka, chicka. Yeah, I'm ready for this. Yeah, I'm ready for DJ Kev. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Spielen. Wir haben noch
Einen kleinen Mittelschlaf gemacht. Kevin und Sean sind schon drüben. Malik und ich gehen jetzt los. Zum ersten Spiel. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann auf dem Court. We are the crazy team, we are the family team. Wir sprechen die ganze Zeit. Wir sind mehr Team als alle anderen Freizeitteams hier. Wir sind das Team. Wir sind eine Family. Hey, dann soll ich auch mal sagen, was eine Familie bedeutet. Wenn es schlecht läuft bei einem, dann hilft man dir. Oder lässt du deinen Bruder hängen? Nein, du lässt deinen Bruder nicht hängen, du sprichst mit dem. Ey, lass uns das wieder so machen. Wir haben zwar gewonnen, wir haben sogar höher gewonnen als beim letzten Mal. Aber ich würde lieber mit noch mehr Herz. Ja. Okay? Aber die 14 Offense, 3 Punkte noch 5. Ja, ey, scheiß mal auf die 14 Offense. Ja, scheiß mal auf die 14 Offense. Das ist mal die Hardcore-Nummer, die uns ausmacht. Aber Family. Dogs. Reden. Dogs, sagt er. Dogs. Geht in den Schatten, war schon ein wichtiger Sieg. Ja. Auf jeden. Aber ja, jetzt geht in den Schatten und seid ein richtiger Unit. Das war unser Wake-up-Call, ey. Yes, sir. Alright, let's go. Family. So, wir haben das erste Spiel gewonnen, haben 18-13 gewonnen, kann definitiv besser sein, aber erstes Spiel gewesen, nehmen das immer so ein Wake-up-Call und das zweite Spiel versuchen wir auf jeden Fall mehr zu dominieren und auf 21 Punkte definitiv zu kommen. Das ist aber das nächste Spiel. Pappen die Fresse! Was geht ab YouTube, was geht ab Black Venom in the building? Okay, wir machen es nochmal. Was geht ab YouTube, Black Venom in the building? Wie schon bereits gesagt, gestern mein Akku leer gegangen. Ja, aber halb so wild. Ich zeige, was ich zeigen kann. Was gestern passiert, wir haben es gestern ins Viertelfinale geschafft. Also wir spielen heute Viertelfinale um 12 Uhr. Wenn wir Viertelfinale gewinnen, wird alles im Fernsehen dann übertragen, Halbfinale, Finale, kann man dann auf CDF sehen. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Testen. Mit den Jungs da vorne schon mal. Da Mali, Kevin. Wir gehen uns jetzt ein bisschen testen. Und dann 12 Uhr beginnt Viertelfinale. Und danach würde ich mal sagen, sieht ihr mich dann im Fernsehen. Und ja, wir sehen uns dann wie immer auf dem Court. Hey, das war der Big Cool.
Was geht, Alter? Ready, ready, Alter. Oh, Shay! Shay, Black Venom on the motherfucker. Venom, this is the energy what we need right now, Alter. Let go.
What's up, Kevin? You? Great. It's been amazing, Alter. Ja. Wir haben Finale gewonnen. Wir sehen Kurt. Goldene Medaille. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und da hinten Trophy. Die Trophäe mit Sean. Das darfst du nicht machen. Guck mal, was du hier machst, Alter. Ich mach gar nichts, ich putze den Trophy. Ja. Was für eine Stellung? Achso, auf ein Knie, weißt du so. Ja, und dann, warum ist es so vorgebeugt? Voll geblutet? Das Ding sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich sag mal, so vorgebeugt. Wie meinst du vorgebeugt? Ja, Mann, Alter. Normale, komm mal von hier. Normal, das ist immer. Was machst du euch mit deiner Kamera hier, Alter? Ihr seid hier richtig am Nixer. Ich bin schon die ganze Woche mit meiner Kamera. Ich sag, was machst du mit deiner Kamera hier? Soll ich Foto machen? Du bist auch ein Wichser, aber... Ey, Bro. Ein bisschen Digga, Alter. Ich hab da drauf. Direkt danach, er sagt... Boing! Nee, komm, denk nochmal. Das war das Turnier hier in Berlin. Next Stop ist Litauen. Kaunas. Ja, wieder mal zurück. Ich schwöre dir, ja. Bis dahin, erstmal Pause machen. Es geht, ein bisschen feiern. Ja, komm on. Ich hab beim nächsten Mal dabei. Black Venom. Im nächsten Trip. Und let's go, ey. Highlights kommen auf jeden Fall. See you. Und vergiss nicht, like das Video, teilt das Video, kommentiert das Video. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist so. Like a high school boy. I swear, so. Just won a new big ass trophy, you know what I'm saying?